Moin Moin ihr Lieben, ja ich bin wieder für euch im Burgenlandkreis unterwegs und suche nach Besonderheiten hier. Ja und wie ihr ja wisst, haben wir das Thema Feierlichkeiten, Festlichkeiten und was gehört dazu? Natürlich auch eine wunderschöne Blumendekoration. Und da haben wir uns gedacht, suchen wir uns einen Blumenladen in der Region, aber einen Blumenladen in einer ganz anderen Art. Und da haben wir das Blütenreich gefunden. Und liebe Jana, moin moin. Moin moin. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, gerne. Und wir würden gerne mit dir ein bisschen sprechen über deinen besonderen Blumenladen, der ganz besonders ist, ein bisschen unnormal ist. Genau. Und ich würde sagen, wir machen erst einen kleinen Rundgang, bevor wir dann zeigen, was es hier außerdem noch alles gibt. Ja, wir sind jetzt hier in dem Lager bei der Jana. Das ist dein Lager und hier hast du was alles. Erzähl uns ein bisschen. Richtig, darüber. Also hier lagern wir alle Materialien, die wir für eine Hochzeitsdekoration oder für eine Eventdekoration brauchen. Weil ganz wichtig, Nachhaltigkeitsgedanke, kein Brautpaar, kein Gastgeber braucht danach noch alle Vasen, alle Leuchter. Das war damals vor 15 Jahren das Konzept, meine Idee. Wir haben vor 20 Jahren geheiratet, standen vor demselben Problem. Ja, wir wollten was Besonderes. Aber wohin danach mit dem ganzen Material? Naja, man sieht, es ist gewachsen, es ist viel, viel hinzugekommen. Wir haben jetzt von der Stoffserviette über einen silbernen Serviettenring alles mit dabei. Und nein, die schon Tisch, aus. Tischnummern, genau, der Glasteller, die Tischnummern, die Leuchter. Und die Brautpaare müssen das nicht kaufen. Wir bringen es jedes Mal wieder neu zum Einsatz. Je nach Thema, je nach Wunsch haben wir da ganz, ganz viel zur Auswahl. Und ist ja auch nachhaltig. Ist ja nachhaltig, ist ganz genau. Wir nutzen es einfach immer wieder, pflegen die Sachen eben sehr schön, wie die Leuchter. Ne? Da hat eben jeder sein eigenes Stoffkleid, damit der Lack schön dran bleibt an den roségoldenen Leuchtern. Und dann bringen wir das in die Locations bei uns auf. Wir haben die Zeit, die Brautpaare meistens nicht, weil die sind in der Zeit unter der Haube und lassen sich schön machen, lassen sich stylen. Und wir nehmen ihnen dann eben die Arbeit ab und haben jetzt hier halt soweit vorbereitet. Das ist eine Hochzeit, die findet jetzt am Samstag statt. Ja. Morgen beginnen wir dafür mit der Floristik. Die Blumen sind heute vom Großmarkt gekommen. Meine Damen und ich, wir verarbeiten dann morgen alles. Hier sieht man schon sortenrein die Vasen zusortiert, sodass wir dann morgen nur noch greifen und arrangieren. Und dann wird es alles wieder verpackt und dann landet es im Kühlhaus oder gleich auf dem Kühltransporter. Ganz tolle, und wird Samstag ausgeliefert. Ganz tolle Idee. Wir gehen gleich nochmal auf deinen etwas Blumenladen anderer Art ein. Da gehen wir gleich nochmal rein. Das richtig. Ist ein ganz kleines. Das ist der kleinste Blumenladen der Welt wahrscheinlich. Der kleinste Blumenladen der Welt und es ist ein Homeoffice-Blumenladen. Genau. Und das berichten wir jetzt gleich sofort. Es geht weiter mit der Führung, super. Jana. Ja, wie gesagt, der kleinste Blumenladen der Welt, aber mit einem ganz, ganz großen Background, liebe Jana. Ich bin ganz begeistert. Das heißt also, man kann nicht hierher kommen und sagen, ich brauche jetzt 50 Rote Rosen, Bilder mal schnell, sondern man bestellt bei dir. Ganz genau. Genau. Und das ist ja auch alles so ein bisschen, hat sich das entwickelt in der Zeit von Corona. Wir hatten ein sehr nettes Vorgespräch und Jana hat gesagt, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern weiterentwickeln. Und da hat sich praktisch diese richtig große kleine Fabrik entwickelt, die große Halle mit dem ganzen Dekorationsbedarf und eben Blumen halt auch Bestellungen. Ich sehe auch auf den Blumenläden, das ist ja auch, es verkommt ja auch vieles, was da steht. Wird nicht besser. Und wird nicht besser. Und jeder weiß, wie du sagst, wenn man einen Blumenstrauß verschenken möchte und der kontaktiert dich über WhatsApp oder über Instagram. Da bist du auch. Wir werden das auch alles einblenden natürlich. Und dann kann man hier die schönsten Sträuße bestellen oder auch die schönsten Dekorationen sich von dir machen. Zu jeglicher Arten von Festen, sei es eine Hochzeit oder silberne, goldene oder auch irgendwelche runden Geburtstage. Werden immer mehr. Ja. Genau. Und es ist auch bequemer und nachhaltig, haben wir auch schon gesprochen. Ja, wir bedanken uns, dass wir kommen durften. Gerne. Ne? Und eine ganz tolle Idee. Ja, und wir wünschen dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Das wünsche ich euch auch. Ja, und super. Wie gesagt, also wenn ich nochmal in den Genuss kommen sollte zu heiraten, dann werde ich mir natürlich welche Blumen wünschen? Pfingstrose. Genau, die waren's. Also, kommt gerne hier vorbei und sprecht mit Jana, schaut euch um, hier ist alles möglich. Jana ist ganz up to date.